Hey Leute, zurück bei Limbo. Ja, ich habe mich zusammengerafft und werde es noch einmal spielen. Hier erinnere ich mich noch dran, das hier sind Maschinengewehre. Ich erinnere mich aber nicht mehr daran, was ich machen muss. Also, ja. Ach genau, ich erinnere mich wohl dran. Ja. So, und jetzt macht nämlich... Oh, scheiße. Jetzt muss ich das nämlich noch einmal machen. So. Jetzt schießt er das nämlich kaputt. Und jetzt ist das nämlich kaputt und ich kann unten lang laufen. Oder was heißt... Ja, unten. Ich kann halt lang laufen. So. Ich glaube, das war gerade das Uzi-Geräusch von GTA Vice City. Wenn ich mich recht entsinne. Oh mein Gott, nein, nicht das. Das habe ich gehasst. Ihr werdet merken, wieso ich das gehasst habe. Ihr seht es schon, oder? Die Schwerelosigkeit. Oh mein Gott, ey. Scheiße. Na, jetzt haben wir es schon verkackt. Wir müssen nämlich über den Knopf hüpfen. Die Kiste fällt auch wieder runter, also da macht euch keine Sorgen. Hier rüber. Die müssen wir jetzt hier ranschieben. Knopf wird betätigt. Und jetzt müssen wir nämlich gleich, wenn es aufhört, die Kiste aufhalten. Alter, Alter. Das war auch eine Qual am Anfang, das sag ich euch aber, Freunde. So. Und jetzt kommt's nämlich noch mal schwerer. Hier ist schon mal die Leiter. Jetzt müssen wir nämlich die wieder dahin schieben. Dann hier rauf. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Natürlich habe ich das richtig im Kopf. Und jetzt passt mal auf. Na, 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 na. Jetzt muss man die hier ziehen. Aber passt auf. Wäre ja nicht Limbo, wenn das schon alles wäre. Man muss jetzt ohne Schmarrn noch einmal diese Kiste nach oben tun. Auf die Kiste steigen und dann mit der Kiste nach oben fliegen, in gewisser Weise. Und das ist kein Zuckerschlecken, Freunde. Das ist kein Zuckerschlecken. Vor allem, weil ihr dann auch noch richtig fliegen müsst. Oh, ich hab's so gehasst. Wow, beinahe gestorben. Weil ihr ja natürlich da hinten durch müsst, ne? Ist ja klar. Also in diesem Part hängen wir dann an dieser Stelle fest, sage ich euch gleich. Also ich muss dazu sagen, ich hab's ja schon mal Let's Played. Das ist ja dann rausgeflogen, das Let's Play. Und ich hab's noch nie so schnell geschafft. Also wirklich, noch nie so schnell. Echt krass. Okay, was kommt jetzt hier? Ich erinnere mich nicht so wirklich dran. Das hier ist ja noch recht simpel. Von mit dem Aufzug. Ah, Moment, jetzt kann ich... Ach ja, genau. Oh, scheiße. Kopfschuss. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Also timing-technisch kann man es schaffen. Ich glaube aber, dort, also man muss das auch machen, aber wenn ich mich recht erinnere, reicht es tatsächlich, wenn wir nur die Kiste haben. Ich bin mir da jetzt aber gerade nicht so sicher.
Muss ich mal zugeben, also. Vorsichtig die Kiste schieben. Weil die nämlich nicht davon kaputt geht. Was können wir die ein bisschen schieben? Hüpfen. Und hier ist irgendwas, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Kommt eine Kiste lang. Ach so. Ach so, ja, genau. Ich habe keine Plan. Ja, ich habe keine Plan. Hör mal, ich habe keine Plan. Ich nix gut Deutsch. Ich nix gut hier in Deutsch. Germany. Oh mein Gott. Mach das nach unten jetzt. So. Oh, hierfür brauchten wir eine Kiste, genau. Damit wir da langkommen. Also, Kiste schieben. Oder eher ziehen. Und dann schieben. Dass dieses Geschütz die Kiste nicht zerstört. Obwohl das auch gar nicht aussieht wie eine Kiste, könnte auch ein Betonblock sein und wir sind übermenschlich stark. Könnte auch sein. Denkt mal drüber nach. Was ist mit dir los? Jetzt brauchen wir nämlich die Kiste hier. Jetzt müssen wir nämlich umdenken. Wir müssen jetzt nämlich anders hüpfen und alles. Jetzt müssen wir nach unten drücken, um zu hüpfen. Ist ja auch irgendwie logisch. So, und jetzt müssen wir nämlich nach hinten die Kiste holen. Ha. Die jetzt nicht da ist. Ein Momentchen. Ah, Moment, das war falsch. Oh shit, das haben wir hingebekommen. Kein Problem. Aber jetzt stellt sich natürlich ein Problem ein. Wir kommen da jetzt natürlich nicht mehr hin. Ich hab's verkackt. Ich lass mich mal töten. Dann müssten wir eigentlich auf Anfang sein. Alter! Durchgesäbelt! Der arme Junge! Okay. Moment, Moment. Wir müssen. Ui, das war knapp. Wir müssen hier nämlich den Schalter umlegen. Jetzt ist nämlich die Kiste oben. Genau, und wenn die Kiste dann unten ist, rollt die da an der Decke lang, wenn wir den anderen Schalter auch umgelegt haben. Und dann müssten wir eigentlich im Groben und Ganzen nur noch koordinieren, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie so war das. Wenn es nicht so war. Ja, werden wir dann merken. Ich hoffe aber mal, dass es so war. Also, ah, die Kiste ist mir noch ein Stück zu weit hinten. So. Geht die jetzt überhaupt nach oben? Durch die Leiter? Ich glaube schon. Ja, okay. Jetzt ziehen wir die nämlich hier hin. So. Jetzt müsste doch die Kiste eigentlich da hinten stehen. Komm, Kisti, steh da hinten. Kisti. Kisti steht nicht da hinten. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Was habe ich falsch gemacht? Moment mal.
Müsste eigentlich sterben, wenn ich hier runterfall. Ja. Na, mich trifft das Gewehr nicht. Ich bin natürlich in Sicherheit. Nicht. Ich muss die Kiste... Ach, ja, ich weiß es. Ich muss die Kiste selbst erstmal hier raus manövrieren, soweit ich was noch im Kopf hab. So, jetzt ist sie ganz oben. Na, die braucht mehr Kraft nach unten. Ich glaube, kurz vor Schluss. Ui, bald hatten wir sie. Beinahe, meine ich. Und jetzt. Shit. Noch einmal probieren. Jetzt. Ah, jetzt wurde sie abgestoßen. Das ist natürlich scheiße. Wir müssen die aus dem Kegel herauskriegen. Na, Mist. Also, falls ihr das jetzt nicht wirklich erkennt, diese Schwerkraft ist nur in einem bestimmten Bereich. Vielleicht seht ihr das, wenn ich das mal schnell an- und ausschalte. Dieser weiße Bereich, dieser, naja, etwas hellere Bereich, dort ist die Schwerkraft umgekehrt. Komischerweise nicht bei mir. Ja, beinahe. Mist. Ah, das war doof. Gut, Leute, ich würde sagen, ich melde mich zurück, wenn ich's habe. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben's geschafft. Wir haben's hinbekommen, diese Kiste hier zu manövrieren oder aus diesem Scheiß da raus zu manövrieren. Und dann müssten wir auch eigentlich beide Kisten haben. Weil die Schwerkraft, die wir jetzt gleich einsetzen, sollte die Kiste eigentlich zur anderen Seite setzen, so dass wir uns die holen können. Weil einen anderen Weg gibt's gar nicht. Und dann sollten wir eigentlich auch einen Schritt weiterkommen. Hoffe ich jedenfalls mal. Hier ist diese Kiste. So, die ziehen wir jetzt nochmal dahin, wo wir sie eben schon hatten. Na, so ist okay. Da sollten wir locker noch hinhüpfen können. Weil wir uns auch ein bisschen beeilen müssen. Und, Kiste, bist du da? Wenn nicht, dann mache ich einen Schnitt. Ah, okay. Sonst hätte ich jetzt einen Schnitt gemacht, hätte das gemacht, bis die Kiste da ist und dann halt wieder zurückgemeldet. Ich meine, was habt ihr davon, wenn ihr euch den ganzen Scheiß hier anschauen müsst, ne? Also, das Teil geht bis dahin. Das heißt, da wäre praktisch. Jetzt muss man natürlich timen. Und jawohl, geschafft, cool. Dann würde ich sagen, ich mache hier den Schnitt komplett für die Folge und melde mich dann einfach gleich zurück. Bis dahin, tschüss.